Willkommen, ihr unwürdiges Gewürm, zu einem Telekongas-Spezial zu Halloween, wenn ihr auf den Kalender guckt. Sehr speziell. Sehr speziell, und wir versuchen uns heute mal an etwas Gruseligem. Calling für Wii, das Jahr 2010 von Hudson Soft. Ja, das sind die Bomberman-Leute. Und wir starten jetzt einfach mal. Mario Party. Ja, die ersten. Nicht vergessen. Richtig. Ja. Ein neues Spiel. Also ich habe ja keine Angst. Ich auch nicht. bla 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 bla. Wir haben extra dicke Windeln an. Ja. So, dann schauen wir mal. Anonym hat das Zimmer betreten. Guten Abend. Alle. Alle. Hallo, Anonym. Hallo, Anonym. Guten Abend, Anonym. Oh, die Rinseste. Wow, hier ist ja was los. Haha. Hahaha. Mohohohoho. Das ist, da steht's auch. Das ist sowas in der Art. Haha. Warum sind wir denn alle heute Abend hier? Ja, wegen Halloween. Ja. Die Gerüchte besagen, dass du mit den Toten reden kannst. Ich frage mich, ob das wahr ist. Du sprichst von dem Artikel in der Samsara, richtig? Me? It's a me. Genau. It's a me. Okkultismus. Hahaha, du bist lustig. Lies sie schon immer. Ja, laut Samsara hat das etwas mit dem Vorfall mit den Schülerinnen vor kurzem zu tun. Was? Drei Schülerinnen sind gestorben? Okay. Ich habe davon gehört. Hab da was im Sonderbericht gelesen, weißt du? Ach ja, du warst das. Ich bin wegen all den Gerüchten hier, aber das ist ja wohl nur ein ganz normaler alter Chatroom. Was zur Hölle ist ein Chatroom? Mit dem Unterschied, dass er äußerst gruselig ist. ICQ, ne? Ja, das war, liebe Kinder, das war früher mal. So, WhatsApp. Ja. Ganz früher. Klick, 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 klick. Okay. Kuroneko. Okay. Das ist mehr betreten. Wer ich hoffe das? Nicht. Okay, ne. Anscheinend wurde noch jemand von den Gerüchten angelockt. Hallo, Kuroneko. Oh, ist schon 20.16 Uhr. Was für Zeit, was zu essen, gell? Ja, Guten Abend zusammen! Kennst du, der redet so? Ja, bestimmt. Oder sie? Kuroneko? Also, ist das deins oder meins? Warte, wenn jetzt der Knight Rider als Sound kommt, dann ist es meins. Oh, sogar deutsche Texte. Oh. Ja, bitte. Vorsicht, hinter dir. Hallo? Alter. Gerade so im Spiel. Ja, ja, ist schon gut. Das war schon mal gruselig. Und wie? Mrs. Kondo. Ach, du willst, bitte. Nein, nee, nein. Du kannst es schöner. Der Tod ihres Mannes kam doch sehr überraschend. Dass sie auch keine Kinder hatten, ist... Ach, da sie, ja. Habe ich wieder versaut. Entschuldigung. Ja. Ist jetzt ganz allein. Aber war ihr Mann nicht etwas seltsam? Damals umgebracht, oder? Ja, seine Faszination für Puppen war... Oh Gott. Freaks! Nur Freaks! Der ist ja ziemlich ähnlich, du. Moment! Ich bin doch gar nicht tot. Das ist auch der einzige Unterschied. Wie meinst du das jetzt? Ja.
Lebensgroße. Zum Liebhaben, zum Streicheln. Es wird gruselig. Du bist so wunderschön für mich. Okay. Ich hoffe, ich überstehe den Abend. Gut. Nicht so viel lachen, wir wollen unheimlich sein. Ja. Die Besessenheit. Shinshushutani. Zu Deutsch Coyote. Also ich grusel mich schon. Ja, ich auch. Oh. Seiner Zeit voraus. Steuerbahn zoomen dann sich mit der Wii-Fernbedienung. Das da. Du kannst mit der Wii nur auf dem Bildschirmrand zeigen. Nämlich, wenn du zweimal Z-Knopf drückst, machst. Okay. Oh ja. Kriegst du das hin? Ja. Ich denke schon. Den Z-Knopf wirst du öfter brauchen. Der ist zum Rennen. Sieh. Um die Hocke. Merk dir das mal alles, gell? Ich, ja, okay. Ich frag dich dann ab. Okay. Drücken Sie den Knopf, um in die Hocke zu gehen. In der Hocke kannst du nicht rennen. Ach. Ich glaube, die haben studiert. Drücke beim Bewegen den Plus-Knopf und was. Okay. Oh, was ist denn noch alles? Kommt das nicht hier? Jetzt musst du deine Mitte finden. So, jetzt kannst du deine ersten Schritte tun. Was ist denn da hier los? Komm mal hier dran. Okay. Okay. Ja. Schwing die Fernbedienung und das schon. Schwing. Ja, Wayne's World. Schwing. So, ach, das kriegt man schon hin, wa? Ich schwing mal zu der Katze, oder? Also ich finde Tutorials sind eh überbewertet, auch, oder? Ja, das haben wir bei Looney Tunes gesehen. Wer das gesehen hat, weiß, was ich speichere. Du speicherst den schwarz. Ah, siehst du? Ja. Wie angegriffen. Was? Wer hat angegriffen? Ich kann nicht speichern, wenn ich angegriffen werde. Bam! Du hast es geschafft, den ersten Meilenstein. Das einstöckige Haus. Ja, ist doch jetzt gespeichert, ne? Ja. So. Oh. Nix drin. Mach schnell wieder zu. Die nächste. Oh, da ist was. Da ist was. Da ist was, Freunde. Oh. Oh. Konzentration. Ja. Geht nicht. Mach die obere wieder zu. Hä? Ja, genau. Ja und? Ja. Ja. Ist schon ein bisschen hier. Was? Gruselig die Steuerung. Ja. Muss man sich reinfinden. Ja. Und? Okay, kann man auch nicht rausnehmen. Schade. Oh! Da ist doch ein Mahjong-Stein, oder? Den nehme ich. Siehst du? Den Schlüssel. Ich hab grad Schüssel gelesen. Ja. Ein Teil des Schüssels zum Freistellen des Mundwinkels. Solche Teile sind. Wozu brauche ich da mal Jung? Ja. Aber vielleicht sind das auch, weiß ich nicht, koreanische Schriftzeichen. Also, ja. Ich sehe gut genug aus. Ja, okay. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Hä? Was war denn das? Ein Filmriss. Wer war denn das? Weiß nicht. Kann ich hier. Oh, ist so dunkel hier. Kann man hier mal das Licht anmachen? Oh oh. Okay.
Ja, bitte, Sie wünschen. Ja. Der wacht da auf, weiß nicht, wo er ist. Fremdes Handy. Drücke während des Suchens den Minusknopf. Okay. Okay. Also das Besondere an dem Spiel ist ja hier, dass teilweise Sound aus der Wiimote kommt. Sehr innovativ war das damals. Ja. Ja. Kamerafunktion, okay. Ich will keine Kamera. Ja, wie Pinnwand, das will ich sehen. Ach Gott. Kann nur mal die Stimme der Geister hören. Oh, es klingelt. Es klingelt. Okay, ich hoffe, ihr habt's gehört. Ich glaube, das war der Cybot. Was? Was war das? Wo? Da war da eben was. Entschuldigung. Nee, ich gehe nicht raus. Ich gehe hier, ich gehe jetzt Fernsehen gucken. Mach das. Das ist eine VHS. Eine VHS? Ist das ein Telekonka-Fundstück? Ja, absolut. Ja, ich kann im Dunkeln nicht gut sehen. Ja, darum will ich einen Fernseher anmachen. Da wäre es deutlich heller, ne? Ja. Ist das ein Paddel? Und schon paddel ich euch ein. Können wir hier noch was nehmen? Na gut. Dann gehen wir halt doch hier lang. Oh Gott. Jetzt wird's noch dunkler. Ach komm, bleib doch in dem Raum. Ja, bleib ich leg mich wieder schlafen hier. Vielleicht, wenn du wieder aufwachst, bist du woanders. Hallo? Ist da jemand? Ich geh mal in die Hocke. So. Ah, du übst noch, ne? Okay. Frühsport. Hallo? Alter. Ich hoffe, ich drehe hier nicht die Kamera dann weg, die vor mir steht. Bin ich das? Ja. Ich hoffe es. Was ist das? Hier war das, Nicht ja, 180, Zuge, nein, ruhig. 180 Grad Drehung. Z zweimal Z. Ach, zweimal. Ha! Oh! What the? Hat getroffen. Was war denn das? Wieso hast du dich rumgedreht überhaupt? Hast du was gemerkt? Ne, ich wollte gucken, ob jemand hinter mir ist. Hallo, bitte! Ja, toll. Ich bleibe jetzt hier stehen, bis das Spiel vorbei ist. Was? Geh nicht da rein? Geh nicht da rein? Ne, geht ja auch nicht. Jetzt mach's. Oh oh! Was? Während du suchst, kannst du Angriffe schwingen, wenn du umzingelt bist. Um Gegner abzuschließen, falls du nicht. Okay. Das kriegt er auf jeden Fall hin, weil er ist ja der King of Schwingen, ja? Yeah! Absolut! Wenn du beim Geist angegriffen wirst, blitzt das Symbol um. Einmal auf drücke, dann den A-Knopf, um dich in Griff des Geistes zu entziehen. Ist nur eine Gelegenheit. Ach, wie aufregend. Oh Leute, ist nicht für mich hier. Dann müsst ihr die ganze Zeit so. Schütteln! Muss doch! Verzieh dich, du! Vogel! Den hast du besiegt. Nicht mit der Commander da! Ich denke, ich soll da nicht rein. Hier riecht so streng. Also ich war's nicht. Das war der Geist. Mein lieber Mann, der hat sich verduftet. Das klang ja cool. Hallo, ist das eine Leiche? Nee, was ist denn das? Eine gute. Nee, eine gelbe Lampe. Eine leuchtende Butter. Ist die gute. Ja. Ah, siehst du? Jetzt kannst du heimleuchten. Ah, cool. Das kann ich auch Fernsehen gucken. Wow, was denn da? Ah, oh, Pübelchen, wie schön. Guck mal. Gleich bewegt sich die. Geh gleich mal hin. Eine traditionelle japanische Puppe. Oh, traditionelle Freak-Puppen, ja. Oh, du kriegst da richtig viel beigebracht in dem Spiel. Einige Gegenstände, genau. Ja. Und jetzt? Achso, kann ich drehen.
Na, du wirst doch den Hübsch nicht unter der Rockhucke. Nee, aber da das steht steht doch sicher was. was drauf, siehst du? Made in China. Jun Kondo. Nee, Kondo war der Name vorhin, oder? Ja, stimmt. Siehst du? Wieder was gelernt. Das Bild ist cool. Ja, eben. Willst du dir so ein Bild? Nee, ich befürchte, dass sich das gleich mich anspringt oder ach, so. Quatsch. Na klar. Siehst du? Statisch an, ja. Würdest du dir so ein Bild irgendwo hinhängen in die Wohnung? Ne? In den Keller. In den Keller, okay. In den dunklen Keller. Ja. Gehst nicht so oft in den Keller? Dann nicht mehr. Naja, den Stuhl wegmachen, ne? Die kleine Holztür wirst du doch noch aufkriegen, oder? Der geht ja nicht wegen dem Stuhl hier. Bloß nicht wieder Doppel-Z. Sei ja ruhig, du. Ja. Geschrien geht wie nicht. Major hast du. Ja, wenn der plötzlich so ein Vieh... Siehst du? Jetzt darfst du in den oh, Raum jetzt soll rein. Ich da auch noch reingucken. Wenn es hier zu viel ist, dreschen wir ab. Dann lassen wir es. Dann werfen wir gerade hier. Kann man nicht Kirby spielen oder so? Da liegt doch was. Wer? Da ist eine Frau, du musst die retten. Ah! Noch mehr Püppchen. Ja, guck doch mal die Frau, die braucht Hilfe oder was ist denn das? Nee. Ein Mann? Nee, Frau ist das. Eine Person ist eine das. Eine Person. Oh nein. Was geht denn? Hä? Eine Präsenz ist in der Nähe. Okay, ja. Das ist doch nicht normal hier. Das denke ich mir schon den ganzen Tag. Können wir hiermit aufhören zu atmen? Aber da kann ich nicht irgendwie anklicken. Nur rumgucken oder was? Ich weiß nicht. Ah! Verdammte Scheiße! Oh, durch dein Geschrei werde ich ja ganz nervös hier. Ich muss hier raus. Ja. Ich muss hier auch raus. Ich spreche auch. Was? Oh. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich was machen müssen? Das war's. Hä? Ich weiß nicht. Die Geister haben dich. Hey, verstehe ich jetzt nicht. Ich warum könnte denn? Auch nichts machen. Wie? Konntest nicht laufen? Nee. Hast du gesehen? Ich war starr vor Angst. Ich dachte, es kommt eine Zwischensequenz und eine Erklärung, tutorialmäßig. Du dachtest. So, okay, jetzt wissen wir, wo es lang geht, ne? Aber jetzt nochmal das Telefon nehmen, oder was? Nee. Warum mal? Ach komm. Nee. Geh durch die Tür links. So. Ja. Jetzt ist es ja nicht mehr unheimlich, jetzt kennen wir ja schon alles. Ja. Jetzt muss man warten, bis das Telefon klingelt. Ich würde sagen, danach mal speichern, wa? Sagt mir aber auch keiner, ja. Mensch. Guck so lang Fernsehen. Auch nicht angeschlossen. Ist unter dem Schrank nicht auch noch eine Schublade? Nö, nur Videokassetten. Unter dem großen Schrank. Ja, da. Nee. Geht nicht. Oh, ein Filmriss. So, jetzt aber. Ja, jetzt wird sicher das gleiche nochmal kommen wie eben. Das heißt, ja. Vielleicht machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Oder? Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal sehen. Also bis gleich dann. Bis gleich. So, wir sind zurück. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen, aber ich mach's trotzdem. Ihr wisst, was gleich kommt. Auf Control-Stick. Die Freaks sind da. Freaks. Ich hoffe, ich probiere jetzt einfach mal wegzulaufen hier. Genau. Jetzt schaffst du es. Tür auf, schnell. Geh auf! Geh auf! Oh nein! Lässt sich nicht öffnen! Oh nein. Ja?
Genau, genau, mehr Kraft. Mehr Kraft. Jawohl. Jawohl, und jetzt rennen. Schütteln, schütteln. Verzieh dich, du Kunter, ja. Du musst pusten. Was? Ich krieg dich gleich. Dann lösen sie sich auf. Ja, da war noch eine Tür vorhin. Ja. Schnell da rein. So, ab unter die Decke. Ah. Oh. Alter Schwede, du, hä? Da geht ihr Herzbumm. Ich geh mal speichern. Ich geh mal speichern. So, wie ihr seht, ich hab keine Angst. Nö. Nö. Ich war noch nie so entspannt gesehen, muss ich sagen. Ich war ein wenig überrascht, das gebe ich zu. Aber jetzt habe ich ja die Lampe. Jetzt kann ich ja hier mal gucken, ja. Ja, bla bla bla. Vorhin hat er gesagt, ich. Geht das schon wieder los? Auch diesmal das Telefon. Sie wünschen. Was? Ich sehe ängstlich aus. Alter. Oh nein. Kann ich denn mit der Lampe eine drüber hauen? Lass mich rein! Lass mich rein! Habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Nee, es war alles in Ordnung, glaube ich. Es war alles okay. Du konntest nicht ausweichen. Du hast die Besessenheit abgeschlossen. Bin ich jetzt besessen? Das hast du gut gemacht, du hast es geschafft. Boom! Du hast es geschafft. So schlimm war das Spiel gar nicht. Wie voll ist die Winde? Was? Was da ist was leider das schon voll. Was spielen wir nächste Woche? So. So. 14 Minütchen. Ja, gut. Mit Wiederholung. Mit Wiederholung. Hä? Ja. Ja, ja. Der hat doch eben schon gespeichert. Der hat doch eben schon gespeichert, oder? Willst du noch speichern? So, jetzt aber, Leute. Ich bin hier völlig neben der Karte. Selbst der Speicherbildschirm ist total gruselig. Ja, also, ich hab Angst, dass mich plötzlich was anspricht. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Das Gerücht. Das Gerücht. Das Gerücht. Du, 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 du. Über die drei Mädchen. Ich sehe hier nur eins. Ja. Nächstes Halloween, da seht ihr in Cybot mal richtig schreien wie ein Mädchen. Da spielt er nämlich Sonic. Das ist echt eine Dringe. Keine Sonic-Witze hier. Ja? Provozier mich nicht doch. Keine Sonic-Witze bei Live-Aufnahme. Meinst du, sonst haben wir hier Mord gleich? Das ist ja schrecklich, ja. Okay. Ist das eine abgeschlossene Geschichte? Also eine große abgeschlossene Geschichte oder sind das ja, okay. Ich glaube, das sind so mehrere kleine Geschichten, die aber ein großes Ganzes ergeben. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, er hat heute noch schnell auf Wikipedia nachgelesen. Nein. Das weiß ich noch von meiner einstigen Spielsession. Viele, viele Jahre. Oh. Geht weiter. Das Erwachen. Das Erwachen der Macht. Jetzt kommt gleich Kylo Ren. Das sagt, ich wollte es genau. Ne, jetzt kommt nur die Rin. Die Kylo Ren. Genau. Rin Kagura. So. Okay. Krankenhaus ist auch ganz toll. Mhm. Oh! Okay. Die hatte Schlag nicht mehr gehört, sag ich mal.
Schon wieder derselbe. Es ist eine Weile her, dass ich ihn zuletzt gesehen hatte. Oh nein. Was? Schule? Warum bin ich... Schlimmer als alles, die Schule. Das ist wieder die komische Anzeige, jetzt kommt gleich wieder ein Geist hier. Ja, aber ja, ich muss das mal hier. Mhm. Warte mal, wie war das hier das mit? Ist nix. Wir gucken hier mal. Karte. Okay. Mhm. Ja, ja. Unerforschter Bereich, juhu. Da ist ein Kätzchen abgebildet, das soll dieser Speicherpunkt sein, ne? Ich weiß, vielleicht ist auch eine Killerkatze oder so. Ja. Killer Cats from Outer Space. Killer Kitty. Killer Kitty. Killer Kitty. Kitty here, Kitty here. Ja, schön. Danke fürs Gespräch. Das ist ein altmodisches Handy, ne? Ja. Das ist ja sowas von 2010. So, na gut. Ich ducke mich mal. Ich glaube, das ist nur der... Ja, das ist ja der Fuß von, genau. Von dem Tisch. Hier bleibe ich, hier kann mir nichts passieren. Ding! Oh, cool, jetzt. Und jetzt alle! Ja, du musst auch treffen. Ja. Wo pointest du denn hin, Mensch? So, das hat Spaß gemacht. Cool. Kann man hier was lesen? Nein. Voll die Texturen. Texturen sind nicht ganz so scharf. Da ist sie. Da ist sie, die Kitty. Ah, jetzt habe ich Angst. Du mal da so schön Gitarre. Und es war ein Geist, der schwebte durch die Schule. So. Ich habe gedacht, du singst jetzt mal Country Roads oder sowas. Das war ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ist alles so dunkel hier. Gefällt mir nicht. Pass auf, dass du nicht irgendwo gegen den Tisch läufst. Da ist wieder ein Fernseher. Ja, der ist sicher. Guck mal da. Oh, voll die Stereoanlage. Mit Doppelkassettendeck. Stereo-Sound, du. Lass das doch! Du weißt, es geht schief. Ich bin ein Truffgänger, bin ich. Mhm. Ich glaube, du sollst das Lied nachspielen, was da steht. Mhm, genau. Kannst du Noten lesen? Ding, ding, dong, ding, 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 dong, dong, bong. So. Oh, schon kurz nach 11, ich muss heim. Hallo? Deshalb bin ich so müde. Was? Was? Da war doch was. Oh, das ist ja schön. Oh, das macht Spaß. War da nicht eine Tür neben dem Fernseher? Nein, war nicht. Okay. Es hat keiner jemals eine Tür gesehen. Also musikalisch habe ich es drauf. Absolut, das habe ich auch nie angezweifelt. Ja. So, wir wollten ja jetzt zur Speicherkarte, die war links rum, gell? Geht ja gar nicht, ja. Und die, ich meine, rechts von dem Fernseher war da nichts. Das ging auch nicht, ne? Da war ich doch eben. Das ging nicht, okay. Nee, ja. Dann würde ich vorschlagen, gehst du auf die andere Seite des Raumes. Genau. Das da ist ein Schrank. Nee, das ist ein Schrank. Kannst du dich auch reinstellen. Ich verstecke mich im Schrank. Schau noch mal in der Mitte ungefähr. Auf dem halben Weg. Auf dem halben Weg. Da ist rechts. Guck mal nach rechts jetzt. Da ist aber auch nichts, ne? Nee, okay. VHS-Kassette? Das gibt's doch nicht. Warum ist das so dunkel? Was? Weil du nicht der Hellste bist. Sorry, der ist eben gerade so. Ja, ja. Ja, der war mit Ansage. Der war schlecht. Oh, jetzt geh ich nochmal ins Becken hier.
Damit habe ich die bösen Geister vertrieben. Ja, dann sind wir auch bald fertig. Nee, also, Guck noch mal an den Türen. Du musst doch da irgendwie rauskommen jetzt. ja, war ich doch. Geht's hier vielleicht? Nee, Kannst du die das. Gitarre nehmen? Nee, da kannst du nur spielen. Kannst du da unten was aufschieben? Nee. Auch nicht, okay. Wir gucken ja nochmal alles. Mache Fenster auf, mach zum Fenster raus. Geht nicht. Geht auch nicht. Versuch alle Fenster. Nee, ich kann höchstens das Klavier aus dem Fenster schmeißen. Das wäre auch eine Maßnahme. Guck mal, was steht denn da? Kannst du da Noten lesen? Guck mal. Ja, okay, Nein, das ist. dumme Frage, Ah. ja. Da räche ich mich doch schon die Frage. Der muss ja eigentlich hier. Das macht mich ja ganz kirre hier jetzt. Ich denke, du kennst das Spiel, erzähle mal. Das ist lange her. Du bist nie über den ersten Level rausgekommen. Also hier geht's nicht. Dann Ja. mach Licht an. Soll ich die Taschenlampe nehmen? Die habe ich noch nicht dabei, oder? Ich hab nicht mein Nee, nee, Telefon. nee, da ist gar nichts. Kein Telefon. Warte mal. Nee, ist Nee, nee, es gibt nur die Karte. zwei Möglichkeiten. Also wir müssen irgendwo auf der rechten Seite durch die Tür. Also hier dann. Irgendwo da drüben müssen wir raus. Aber da geht's nicht raus, warte mal. Nee, nee, Da das. oben vielleicht Nee, nee, lang. nee, nee. Geh noch mal an die Türen. Manchmal muss man auch mehrfach. Warst du das? Ich weiß es nicht. Bist du gerannt? Ich weiß es nicht. Ich guck noch mal. Geh noch mal an die Tür. Guck mal, kannst du die von rechts aufschieben? Jetzt. Warst du vorhin auch? Ja, ich war mehrmals da. Ich mach's wieder zu und geh. Nein. Diese liebliche Melodie. Kommt. Kommt von da, oder? Aber du hast ja eh nur eins drin, gell? Ja, hier. Wird lauter. Ja. Es wird immer lauter. Alter. Da ist es. Ich geh mal rein. Na und? Wo ist der? Immer nicht erst gefunden. Nein! Oh shit. Nein! Nee, lass das mal. Wenn ich jetzt nicht Minus drücke, dann kann mir nichts passieren, oder? Dann piept's einfach weiter. Ja. Damit kann ich leben. Gut, dann lassen wir es piepen. Okay, also da kommt jetzt jemand, dich zu holen. Okay. Nein, du bist Telefon, nicht mich. Nur das Telefon. Die nimmt dich gleich mit. Okay, du bist jetzt weg von der Katze Ja, gelaufen. ja. Ich will wissen, wo der Ausgang ist, weil die hat gesagt, die ist am Ausgang. Ja. Also. Der ist wahrscheinlich, wenn du die Treppen runter gehst. Ja, also ich versuche es einfach zurückzulaufen zur Katze. Genau, also dreh dich um, renn zur Katze und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, lass das doch, da das Tänz hier. Ach. Was? Ach. Hallo? Ja, hast fast geschafft. So. So, jetzt da Leichte lang. Steuerungsprobleme. Ja, Wir mit dem bitten das zu Pointer. entschuldigen. Und jetzt rechts und dann war die Das Katze. passiert den Besten. Die Katze muss jetzt hier. Bin ich. Ja. Ja, du siehst zu fast. Du stolperst gleich drüber. Da ist er. Guck mal. Jetzt kannst du erstmal wieder durchatmen hier. Boah. Also ich mag ja den Speicher Bildschirm. Ja, der ist schön. Und Ist grau nun? beruhigt. Wo gehe ich jetzt hin? Oh, lauf einfach mal ein bisschen weiter. Irgendwie. Oh, Oh, schon wieder ein Anruf. Mann. Und du bist wahrscheinlich im Obergeschoss. Ich bin im dritten, oder? Bist im dritten? Ich glaube, ich bin im dritten. Ach. Mhm. Die haben studiert, du. Warte, wir gucken nochmal. Dritte Etage. Oh nein, sie ist im Korridor. Nur in welchem? Im ersten halt. Ja, dritte Etage, okay. Unerforschter Bereich. Soll ich mal hier reingucken? Kannst du da rein?
Guck doch mal nein. Ach, das sind die Toiletten. Da kannst du dich auch verstecken. Ja, da geht's drin. Die nervt die Olle, die nervt. Das ist ja richtig stalken, ist das ja. Gut gemacht, die hast du abgehört. Der hast es gegeben jetzt, ja. So. Ich hock mich mal hin. Und du bist im Scheißhaus in der dritten Etage. Ich warte jetzt einfach hier auf die kommt. Also, was ist das für ein unheimliches Gefühl, Kojote? Och. Ja, wo ist der Pointer? Da. Ich muss zwischendurch mal wieder blinzeln. Ich vergesse das manchmal. Ich nehme so ein Ding und schlag die tot. Halt über, genau. Ich schlag die tot, ja. So, jetzt sei mutig, geh mal in den Korridor hinaus. Und dann? Und dann stellst du dich dieser Gefahr entgegen. Ja, dann bin ich wieder tot. Wie ein großer, starker, bärtiger Mann. Der schreit wie ein Mädchen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Da war was Blaues, geh mal zurück. Ich habe da was leuchten sehen. Linke Seite. Genau, da vorne. Jetzt ist es die rechte Seite. Da musst du rein. Geht nicht. Ja, Tür, du musst neben die Türen von der Seite aufmachen. Nicht von der Mitte. Wie geht denn das? Ein Kratzer, dann das geht. Du kannst da durchgucken. Ah, müssen auch noch richtig dran. Guck, ich sag's doch. Ja. Was? Wollen wir hier was kaputt machen? Das steckt fest. Musst du ah, hier kann ich. Oh, oh. Ja, genau, von denen. Frag doch mal. Vor allen Dingen. Hallo? Ach, sind schon gegangen. In der Dunkelheit verschwunden. Mann! Hat's gewirkt? Du Ratte, du! Ich kann mich nicht rumdrehen. Ach so, mit dem Stick war's. Oh nein. Oh. Uiuiui. Das ist doch Marshmallow, mein oder was? Gut, jawohl. Warum, ja? Frag ich mich auch. Okay. Wo soll das gehen? Wohin? Laut weg von da. Hier. Dreh dich um und renn mal aus. Geht nicht. Dreh dich um. Und da lang, genau. Renn mal der da zum lang. Exit? Ja, renn mal die Treppen runter. Wir gehen zu dem hier. Was für Treppen? Das sind bin Treppen. Ich hier richtig? Ja, ich glaube schon. Da war ein Treppenhauszeichen. Wo? Die Treppe ist weg. Ja. Oder. Ah! Oh! Verzieh dich, du! Da ist eine Treppe. Du bist direkt neben dran, musst nur noch nach links. Nach links. Da, guck, siehst du da? Da, ja, da. Links. Das? Ja. Nee. Doch, da ist was. Nee, da. Nein? Oh, da ist die. Sie lacht schelmisch. Hier lang. Hier, da ist er. Genau, jetzt gehst du nach unten. Okay. Gut gemacht. So hast du. Ja, klar. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Oh, okay, kann ich mit leben. Geh mal wieder. Nein. Frage nie, wer ist da? Das ist der Todeswunsch. Wir haben doch alles Scream gesehen, mein Gott. Und niemals mit dem Ohr so nah an der Wand gehen. Scream 2, ne? Mhm. Da steht ja heute geschlossen.
Was? Wo? Ein Schlüssel? Zum Bitte nach Haus musst du Verwendung der gehen. Schlüssel zurückzumachen. Ja, was für ein Schlüssel? Schließ da mal auf. Okay, ist versprochen. Also den Schlüssel bitte zum Hausmeister bringen. Das heißt, wir müssen jetzt den Hausmeister Ich muss erstmal Schlüssel finden, der oder? beim Hausmeister ist. Weil den soll man ja dahin zurückbringen, oder? Ja, wenn ich ihn zurückbringen muss, Nee, dann muss ich ihn derjenige. erstmal haben. Oder? Das ist doch ein Hinweisschild. Aber ich gehe erstmal speichern. So, Killer Kitty. Ja. Hier rein, hier rein. Bist du Oder? sicher? Ich guck noch. Oder war da schon wieder was? Nee, 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 nee. Geht doch weiter. Das ist schon mal gut. Hier, Kitty, Kitty, Kitty. Schön, gell? Jesus. Süßes, sonst gibt's schaurig. Das ist doch mal ein schönes Halloween, oder? Ah, super. So Spiel versüßt doch den Abend. Und das ist alles live hier. Oh, und in Farbe. Ja. Nicht nur schwarz-weiß, ne? Ja, toll. Aber hier bin ich, denke ich, erstmal ein bisschen safe, oder? In so einem Killer-Kitty-Raum kann mir doch nicht viel passieren. Ich gucke hier mal rum. Da kannst du wieder rausgehen. Ja, wir gucken, was da drin ist. Oh, was ist das für ein billiger? Das war jetzt also, naja, das geht besser. Ja. So, geh mal raus aus dem Ja, hier muss man Raum. gucken, wo es hier Das lang ist geht. langweilig. Dann. Ja, ich guck nur. So, wo geht's denn zum Hausmeister? Ja, vielleicht dann. Warte mal, kommt Da das? unten die Treppe runter. Ich dachte, das mal vielleicht die Klick mal, Etagen geh mal hier. auf die einzelnen Räume, ob da irgendwas von Hausmeisterbüro steht oder sowas. Aber meistens ist Ist der ja Hausmeister ist ja unerforschter. unten, Ja, oder? eigentlich im Keller, so. Ja, genau, Hausmeister sitzt im Keller, ne? Ja, Ja. wahrscheinlich, wo er so verbrannt ist, Genau, so. also fast noch unterhalb des Kellers, würde ich sagen. Das klingt gut. Genau. Das heißt, du gehst jetzt zur nächsten Treppe, oder? Ja. Es Ja. passiert was. Ach, den kennen wir doch. Das ist der besessene Freak von eben, Der oder? Besessene, ja. Wollen wir hingehen, den paar reinhauen? Weil der hat die Taschenlampe. Würde ich mal sagen, oder? Da fällt mir ein Stöpsel aus dem Ohr. Da fällt mir doch glatt der Stöpsel aus dem Ohr! Verdammt. Moment, ich bin gleich wieder da. So, okay. Ich guck mal, wo der hier. Der Der ist jetzt ist sicher da in die reingelaufen. Toilette, genau, Unerforschter in Bereich. den unerforschten Bereich. Wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Nein. Ist er denn wenigstens ins Richtige? Ja, er ist Ins erste ist er rein, ins oder? erste, ja, in die Herrentoilette Darf ich rein. da jetzt rein? Stimmt. Wo bin ich? Laut, warte mal, Warum da, passiert das alles? da. Doktor, who's there? Das heißt, er hat sich eingeschlossen. Ja, vielleicht kann ich hier oben drüber gucken. Oh, das macht man aber nicht. Wo ist denn mein Messer, dass ich das hier... Warum passiert das alles? Ja, warum passiert das überhaupt? Wo bin Warum? Zimmerservice! Okay. Was ist denn da noch drin? Putzutensilien. Da Oh, steht hier. was. Ein Was? Hinweis. E, B. Warum passiert das alles? Ich glaube, du Wo kannst da bin rausgehen. ich? Den kriegen wir da nicht raus. Kann mir Der denn will nicht. niemand helfen? So, wir gucken jetzt mal, wo die Dings ist. So, Treppe. Ach, da ist er. Die Treppe. Nur, dann gehen wir mal zur Treppe, wa? Raus, rechts und runter. Was soll schon passieren? Eben nichts. Ach. Oh, guck mal da, ein Getränkeautomat. Wo bin ich? Bitte eine. Eine Pepsi.
Produktplacement. Es gibt natürlich auch Coca-Cola, Vita-Cola und andere Erfrischungs-Softgetränke. Fritz-Cola. Fritz-Cola, ja. Freeway-Cola. Das sieht doch... Aber das ist doch krass. Und es leuchtet. Ja! Boom! Und das Wartlicht. Kann ich hier mal dran? Weil von allein fällt das doch nicht runter, kann mir doch keiner erzählen. Ich drehe mich mal schnell um. Das hat sich auch, ja. Da ist die Treppe. Ja, ich weiß aber. Ab nach unten, da steht Exit. Ja, meiner. Lebensexit. Oh. Puh. Kann nichts passieren. Alles nö. Gut. Alles gut. War eigentlich hier der Marshmallow-Geist vorhin? War das der Typ, der sein Handy wieder wollte? Oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Oh! Killy! Erste Kitter. Ja, ja, da willst du wieder hin, ne? Ne, aber hallo. Also rechts und dann. Rechts und. Und Speicher. Wir rennen einfach mal. Schönen guten Tag, wo ist denn hier die Kotze zum Speichern? Das hast du aber schön gesagt. No. Mauzi, Mauzi! Mauzi! Ach, da ist er doch. Da ist es. Du versuchst dich abzulenken mit lustigen Sprüchen. Sein Sie, was mich hier noch am Leben hält! Siehst du, da steht was. Auslandsstudien. Oh. Ja. Und? Aber die sehen ja aus wie ja, gesuchte Verbrecher. Absolut. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Absolut unheimlich. Zwei geisteskranke Speicherkatzenvertreter. Spielen The Calling. Ja. Sehe ich aus wie ein Speicherkatzenvertreter. So, wir gucken jetzt nochmal. Noch eine Runde, oder was? Ich weiß oder nicht. Oder sind wir da... Ne, da sind wir ja auch gekommen. Lauf doch mal gerade aus und dann links und dann zur nächsten Treppe. Guck mal, was passiert. So, längste Zeit, die ich Luft anhalten konnte. Da war was. Ich hab was gehört. Du prostierst aber ich auch, bin ein ne? Tier. Du bist ein Tier, absolut. Mich kann ja nicht mehr erschüttern. Wäre das billig, wenn der Besen jetzt rausgefallen wäre. Ich mach mal wieder zu. Mach geht nicht? Zu. Geht nicht. Ist mir auch egal. Was soll schon passieren, wa? Gar nichts, gar nichts. Das ist nur eine Schule. Guck mal, da oben war wieder ein Schild. Ja, ja. Ja, ja, du bist schon wieder vorbeigerannt. Schon wieder? Du bist heute zu schnell. Hier, weil hier zu ist. Ach so. Ja, wer ja. macht denn hier zu? First Etage. Dann würde ich sagen, geradeaus weiter. Dann müssen wir vielleicht mal in einen von den Räumen. Vielleicht in den großen da. Genau, genau. Wir werden schon was finden. Unerforschter Bereich. Oh, ja. Klingt vertrauenserweckend. Ja, guck mal in den Schrank. Ja, ich guck mal in den Schrank. Wir gucken mal in den Schrank. Die sind ja absolut identisch eingeräumt. Ah, das ja. ist bestimmt die Schulordnung. Wo ist mein Pointer? Da ist mein Pointer. Was war denn das? Ach, gar nichts. Das war gar nichts, das hast du nur so gehört. Du hörst komische Dinge. Ist. Hä? Geht's hier nicht? Ich hab das Gefühl, eins weiter. Du kommst mit den Türen noch nicht so ganz klar. Ja, hier. Er geht aber zur nächsten Tür. Ja, eben, da sagst ja, du, eben. Ich komm nicht klar, wenn da keine ist. Du kommst mit vielen nicht klar. Lass jetzt die Tür sein, geh zur nächsten. Da ist auch nichts, weiter. Ja. Level 1, 2. Klassenzimmer. Achso. Ja, ne, wir haben schon so viel zum Thema. Genau. Hat da gerade jemand geguckt? Nee. Nee. Warum sollte da jemand gucken? Das wäre ja total Quatsch. Ah, guck mal, jetzt guck mal da. Aber hier ist keine Speicherkatze, oder? Nee, die ist da nicht. Das ist ja aber schon dumm.
la la la, dass ich sterblich bin. Das... Bist du erschrocken? Das ist... Nö. Nee, genau. Ich war verwundert. Ja, überrascht. Ja. Ist das... Ich hock mich mal hin. Was ist das vor allen Dingen? Ist das ein Schwamm? Ein Schwamm, ja. Aber warum fällt der runter? Okay. Das ist doch nicht normal. Nee. Kann man hier was lesen? Kann man hier irgendwas... Das ist ja paranormal, du. Paranormal ist das. Eine paranormale Aktivität? Absolut. Der auch? Fällt der auch runter? Nur wenn ich ihn anstupse. Nimm ihn und wirf ihn runter. Ja, so! Nimm das, Geist! Dann erst, genau. Das sind wir die verrückten Vertreter. Feuer mit Feuer bekämpfen. Also hier scheint es nichts zu geben. Auch Stifte. Guck doch mal in die Tasche da vorne. Ist da irgendwas drin? Das ist eine Bowling-Tasche. Ja und? Sehe ich aus, als wenn ich zum Bowlen will. Zum Bowlen? Zum Bowling. Ach, zum Bowling. Ich habe eben Bowlen verstanden. Ja, zum Bowlen. Bei, nein. DSDS mitmache. Zum Supertalent hier. Ja, Supertalent. Naja, dann ist ja... Ne, toll. Ich sag nichts. Hat's ja jetzt gebracht. Egal. Weißt du, war doch richtig, oder? Du hast gesagt, soll der gucken, hab ich gemacht. Ich spiele jetzt hier Sudoku. Dann gehen wir wieder raus, oder? War da noch ein Raum, ja. Ja, da war noch ein Raum. Toiletten. PCs. Auf jeder Etage. Ja. Natürlich, stell dir mal vor, du bist im dritten Stock und die Klos sind im Erdgeschoss. Ja, da gehst du halt runter. Ja, da gehst du halt runter, ja. Weißt du, wie lange das dauert? Bei denen lange Korridoren, ja. Weißt du, das sind Schüler. Die machen auch mal so Sachen wie eiskalte Apfelsaft von der Bombe, ne? Und dann? Du hast es auch gehört, oder? Ja. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, kalter Apfelsaft, ja. Ja, was bewirkt der? Ja. Das dann werden so Gänge noch viel länger, als sie eh schon sind. Ja, und nu? Lauf zur Katze. Ja, warte mal hier lang wird. Genau. Aber ich war noch gar nicht bei dem Raum. Ein Schatten. Nein. Er geht aufs Damen-WC. Ich bin ja auch eine Dame. Ach ja. Warum geht das von allein auf? Hast du nichts getan, dass die aufgeht? Ich hab nur... Ach so, vielleicht habe ich so... Vielleicht findest du gleich die Geisterdame. Die maulende Myrte? Richtig. Die müffelnde Myrte. Und ab da wurde es unglaubwürdig. So. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Aber hallo. Oh ja. Frosch. Nee. Raumspray. Ich nehme hier mit. Nehme mal mit. Ist ja, besser. Ja, besser mal einen Stapel hier hingestellt, weißt du? Vielleicht ist es auf dem Herrenklo, was? Vielleicht kann ich den da durch die Abwässer durch und kann den erschrecken, den Typen. Der hockt im dritten, gell? Naja. Wer macht denn so einen Kram hier? Kann man ja auch spüren? Nee. Natürlich nicht in Ordnung. Das wäre ein schöner Effekt, gell? Ja. Ja. Tja. Wenn du nicht langsam mal einen Weg findest aus der Schule raus, gell? Bleib mal drin. Ja. Was ist denn das? Exit? Ja, da geht's die Treppe runter. Da bist du richtig. Yay! Ja, aber da bin ich schon vorhin auch runtergekommen. Da hätte ich klar weitergehen können. Hätte ich nicht die Runde drehen müssen. Das stimmt. Du wolltest halt noch ein bisschen die Schule erforschen. Ja, ich wollte so Speicher-Kitty. So. Ah. Schon wieder Erdreppsachen. Jetzt nochmal Erdgeschoss. Da hinten geht's bestimmt in den Keller. Da müssen wir sicher hin. Ich glaube, da oben rechts, das könnte Ausgang sein. Oben rechts? Da oben der Zippel da. Links denn rum? Ich geh erst. Bam! Hui! Hä? Ja, ja, ich hab's gehört. Die Windel war dicker. Ich wollte zur Speicherkatze. Das war dann die falsche. Ja. Da ist sie. Was macht die denn?
Wieso hast du nicht gespeichert? Ich wollte ja speichern. Das ist ziemlich tief. Da war ich doch gar nicht. Wo bin ich? Ja, da frage ich mich auch, du sollst ja zur Speicherkatze. Die macht nie das, was man ihr sagt. Ich werde hier nicht rauskommen. So, wo war die Katze jetzt? Hm? Ja, die. Wieso ist sie ein Stück weiter gegangen? Die Tussi. Da bin ich dahin. Komm her. Das ist die Rin. Rin? Nennt ihr das? Rin in die Organisation von denen aufmische. Richtig. Rin und nimm ein Haus, gell? So. Wie lange ist eigentlich geplant, dass ich hier spielen muss? Bis das Windelometer gefüllt ist. Vor einer halben Stunde meinst du? Bis du einen Meter höher sitzt. Du hast gesagt, rechts oben. Muss der nicht auf mich hören? Ich würde sagen. Ich gucke mal, dass wir noch irgendwie aus der Schule rauskommen. Ja, ja, aber. Ich habe jetzt gespeichert, ich probiere es halt aus. Ich probiere es einfach mal. Geronimo! Wenn ich einfach ein lustiges Lied singe dazu, da kann mir doch nichts passieren, oder? Ja, aber das lustige Lied, das könnte für manche sehr verstörend sein. Ja, hoffentlich für die Geister. Du bist absolut richtig. Ja. Ich geh nochmal aufs Klo. Absolut. Da geht's raus. Ich hab dich veräppelt. Hab ich auch das Gefühl? Ja. So. Ja, dann geh ich nochmal aufs Klo. Geh nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. So, dann geh ich mal aufs Klo. Das macht mich froh. Das geht ja gar nicht auf hier. Ditte. Entschuldigung, ich müsste mal. Ich hab eine Tür gehört. Ja, aber das war, glaube ich, immer draußen im Ehrlich? Oh nein. What? Da war doch was. Nö, war nix. Kann gar nicht. Du hast einen Schatten vor der Augen. Ich glaub's auch. Ich mach mal hier das Wasser an, das verwirrt die Geister. So, jetzt guck einfach mal alle Türchen. Guck alle mal. Ja, guck. Eben. Greif alle mal an. Jawoll. Stürmen. Oh, Da kannst du dich draufstellen. Da oben ist eben so eine Ente. Zum Wiegen ist es keine Zeit. Was? Nee. Eine Ente. Was sind das da oben links? Das ist, der Speiseplan. Hm. Von der Woche. So. Da liegt ein Heft. Oh! Das Schwestern. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Schwester habe. So. Möchtest du vorlesen? Ja. Die Polizei hat mich zu den verstorbenen Mädchen befragt. Ich habe die drei behandelt, nachdem die Führungsabteilung ein Problem mit ihrem Verhalten in letzter Zeit festgestellt hatte. Aber ich habe nichts bemerkt, was für diesen Vorteil wichtig sein könnte. Vorfall. Meine Rede. Anhand der Beweise vermutet die Polizei, dass ein unbekannter Dritter damit zu tun haben muss. Es stimmt, dass es viele Schüler gibt, die einen guten Grund haben, einen Groll gegen sie zu hegen. Aber es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Sogar das Krankenhaus, in das sie gebracht wurden, konnte keine Gifte finden. Unter den Schülern kursieren Gerüchte, dass es etwas mit dem Fluch von die schwarze Seide zu tun haben könnte. Durch Gespräche mit Mai Kokura konnte ich herausfinden, dass die schwarze Seide eine Chatseite ist, die sie vor kurzem besucht hat. Du hast das Seide so sanft ausgesprochen, dass ich erst dachte, du redest vom Stoff. Ja, das ist, habe ich jetzt den Twist verraten? Okay, wir halten fest, es geht um die schwarze Seide. Ja, auch bekannt unter Facebook. So, da ist noch was. Da ist noch viel mehr. Hier bin ich richtig. Hier bist du richtig. Hier kannst du alles aufmachen. Ich will das nehmen. Geht nicht. Geht das? Auch nicht.
Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Skalpell. Oh, Drogen. Ne, schade. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Skalpell. Was denn der? Die schwarze Seite. Die schwarze Seite, ja. Die schwarze Seele. Da hat man schon. Nimm mal die. Kann man die Akten da nehmen? Ne. Ne, kann man nicht. Da mache ich nur den mittleren Schrank auf, ja, die mittlere Schublade. Ich will. Warum geht das nicht? So. Wir bitten erneut die Steuerungsschwierigkeiten zu entschuldigen. Ja, das ist nicht ganz so einfach hier. Mit dem Pointer. Ich bin mir sicher, es liegt nicht am Spiel. Ich bin mir sicher, der Pointer ist verhext. Und verflucht. Das ist ein Pointer von der schwarzen Seite. Wow. Genau. Na dann, trinken wir doch mal einen Schluck. Das reinigt von innen. Nu? Reinigt die Seele. Mhm. Nee, da findest du nichts. Nee. Oh. Leg dich ins Bett. Oder unter so, ne? Vielleicht ist da schon jemand drin hier. Nö. Sieht. Ach, guck doch nicht noch drunter hier. Du weißt du, solche Betten sind immer Clowns. Oh, jetzt kommen wir zu deinem. Absolut. Und solche Betten sind immer Clowns. Soll ich nochmal gucken? Da sind so Ronalds und wie sie alle heißen. Du. Pennywise. Pennywise, das ist nur ein harmloser. Bitte? Bitte? Hier ist auch noch ein Raum, oder? Guck mal da, meine Trophäensammlung. Was war denn das hier? Ich hab grad Hände gesehen. Ja, ich auch. Oh. Na, da geht man doch gerne zum Direktor. So schön, wie es da eingerichtet ist. Und das sieht aus wie ein Big Mac-Packung. So, ist da irgendwas drin? Hast du etwa Hunger? Nö. Nix drin. Nix drin. Da gibt es nur noch Kürbissuppe. Genau. Und Süßes. Genau. Guck mal auf das Bild da. Also. Ja. Naja, ja. Überbelichtet. Ein Blümelchen. Warte, wer ist denn das? Das Einzige, was da gesund ist. Genau, ja. Wäre lustig, wenn jetzt gleich die Katze rausgeschossen käme. Aber da schlag ich sie tot. Ich kann mich nicht ducken, ist ja doof. Schade, jetzt wo du eine Nachricht gefunden hast. Ja, aber da steht, bitte diese Tür nicht öffnen. Ja. Na gut. So. Alles nichts Besonderes. Nix drin. Nix drin. Nochmal nix drin. Und nochmal nix drin. Jawohl! Was denn? Der untere hat's noch gar nicht. Oh, so. Ich möchte hier gern vorbei. Hallo. Ach ja. Verlass doch mal die Schule. Ja. Geh doch mal raus hier. Können vor Lachen da. Geh jetzt mal raus. Durch die Tür hier. Durch die andere Tür, genau. Was steht denn da drauf? Kann ich nicht lesen. Nee, ich auch nicht. Geht auch nicht. Okay. Ist nur eine Texturtür. Hallo? Kamst du daher? Ich kam von der Katze. Okay. Nee. Also müssen wir jetzt. Doch. Du warst von da oben, bist du ja schon hingerannt. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg wieder zurück, ne? Ich bin ja hier hochgekommen. Ja, du bist zur Katze und dann bist du ja nach und dann bin ich da gelaufen. Naja, sag genau. Ich doch. Und jetzt gehe ich da lang. Richtig. So. Wollen wir das mal so festhalten? So. Genau das wollte ich dir sagen. Du bist absolut richtig. Natürlich bin ich das. Warte mal, hier war doch noch ein Raum. Ein unerforschter Raum. Oh, der ist noch weiter. Machst du von um die Ecke. Lala. Katze, bleib wo du bist. Bleib wo du bist, du Katzenvieh. Das ist Japanisch.
Das war japanisch. So, jetzt bei der Maus. Bibliothek, gucken wir mal rein. Guck mal. Wie wehre ich mich gegen Geister? Oh, ausgeliehen, schade. Das ist ja auch wieder nur so eine Texturtür, ja. Oh. Ich nehme mal das mit. Weil das kenne ich schon. So. Oh, ist aber ganz schön da drin, gell? So viele Details. Da kommt doch gleich was. Kommt sicher gleich die aus Ghostbusters vom Anfang. Die Bibliothekarin. Die Beste. Alles Manga. Genau. Alles Manga. Da habe ich The Walking Dead gesehen. Genau. Ich glaub dir gar nicht mehr, ja. Du hast gesagt, da geht's zum Ausgang. So, ich. Da ist doch was, guck mal. Siehste. Absolut richtig. Zeitungsartikel. Zwei. Das heißt, es gibt auch einen dritten. Bitte, lies vor. Eine Serie geheimnisvoller Todesfälle. Durch eine Serie geheimnisvoller Tode wurden eine Friseurin, ein Geschäftsmann und ein junger Mann und jetzt drei junge Mädchen aus dem Leben gerissen. Alle Personen waren gesund und trotz verschiedener Untersuchungen konnten keine Gifte oder Viren gefunden werden, sodass die Todesursache weiterhin ungeklärt ist. Nicht so schnell. Nee, ich halt ja an. Um an weitere Informationen zu kommen, werden Autopsien erforderlich sein. Allerdings können in Gegenden ohne Gerichtsmediziner keine offiziellen Autopsien durchgeführt werden und die meisten Familien geben keine Erlaubnis für eine freiwillige Autopsie. So. Ohne Punkt und Komma. So. Nein, wir haben es nicht gehört, dass da links was war. Da liegt was. Ah, Zeitungsartikel 1. Eine Memo. Memo eines Streuners. Findet was Memo? Was hast du denn geschrieben? Was denn? Ich dachte, ich könnte einfach gehen, aber die Tür, da war nichts. Siehst du? Da machen wir noch. Es ist nicht so, dass ich nichts sehen könnte. Da ist einfach nichts. Wie soll ich dann hier rauskommen? Was um alles in der Welt geht hier vor? Memo an mich selbst. Ja. Ende. So. Ja, ich würde sagen, du kannst den Raum dann so langsam wieder verlassen. Ja, ich gehe noch ein bisschen hier was bestellen. Auf einen Schrägweg 0815. Das ist immer eine gute Investition. So, hier war ja dann auch, ne? Ging es ja dann runter. Hier ging es runter. Links und dann. Links und dann raus aus dem Gebäude. Dann raus, ja. Und nix wie raus. So, die Tür ist zu. Glückwunsch. So wie die andere auch, ja, toll. Ja, ich glaube, wir bleiben da, ne? Mach den Feueralarm an. Ja, geht ja nicht, hab ich ja vorhin schon mal probiert. Achso, hast du schon mal probiert. Mal auf. Immer gleich eingeräumt, also das muss an der Schulordnung liegen. Ne? So. Wollt nochmal zu dem Free gucken? Im dritten? Ja. Oder? Oh ja. Also war das doch die andere, die nach ihrem Handy gesucht hat, ne? Weil. Nur die dicke da, ja. Die spukt jetzt im dritten rum. Oh ja, sollte doch. Ja. Geh hoch und guck mal, was er macht, ne? Weil hier unten finden wir, glaube ich, nichts mehr. Da ist das Kitty Cat. Da geht's ja nicht lang, ne, oder? Nee, da ist die dunkle Materie. Das Nichts. Da geht's auf die unendliche andere, Geschichte. Auf die andere Seite. Auf die bessere? Auf die bessere Seite. So. Mal schnell sparen, dann gehen wir nochmal in den dritten. War der, gell? Oder geht's hier auch runter? Nee. Warte, ich laufe. Nein, ah, schade, hätte ja sein können, dass ein Portal ist. In eine andere Dimension. Diese Wand. Das hast du schon öfter auch im Real Life probiert. Zweimal hat's geklappt. Ist es die Möglichkeit? Steht die da einfach? Steht die da rum und sagt nichts, weißt du? Und jetzt? Hm.
kommen trotzdem nochmal hoch, oder? Ich sag ja, du musst das Büro des Hausmeisters finden. Ja, dann sag mir, wo es ist. Wo warst du denn noch nicht? Guck mal die Räume, die sind doch jetzt erforscht alle. Sind die alle erforscht? Herrentoilette, Damentoilette. Und das da oben? Klassenzimmer 1, 2. Und das Klassenzimmer. Und das unten drunter? Unerforschter Bereich. Gucken wir da mal hin. Gucken wir da mal hin. Rein. Rin. 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 Gucken wir rein hier. Gucken wir in die Rinne. Aber wir gehen mal schnell zur Katze. Nee, lass doch. Ne, wenn wir drauf gehen. Wo ist mein Pointer? So, geht doch schnell. Ja, das, macht sogar noch das war die Geistervitrine, war das. Das ist, 8D ist das. Die ist geladen, du. Ach ja, toll. Versuch die andere. Was die? Das geht nicht. Gibt's da, gibt's doch immer, es gibt doch immer zwei Türen. Hier eben nicht? Hier eben nicht, okay. Klang, als wären die Kisten umgefallen. Was für Kisten? Die da, aber die liegen auch genau so da. Hocker. Sind das Hocker? Das sind Hocker, das sind ja, keine Kisten. Sieht aus wie kaputt eine Kiste. Surprise! Pointer. So. Coyotes ewiger Kampf mit dem Pointer. Sag ich dir. Kunstvorbereitungsraum. Bisher kommen wir auch nicht rein. Keine Chance, okay. Noch ein Stockwerk hoch. Die gleiche Treppe? Ja, oder? So, steht sie wieder da, hier, Ilse. Ilse Bilse! Kano Ilse. Richtig. Altes japanisches Sprichwort. Ja. Ilse, 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 Kana, Ilse. Willkommen beim fröhlichen. Fröhlichen Büttenreden. Konga. Oh. Ich würde sagen, das Klo, oder? Wir wissen, wer das ist. Das ist der Junge vom Klo. Der Junge vom das, Klo. Das klingt ja wie so ein Schlager. Der Junge von dem Klo. Wie geht's dem denn so? Oh, oh. Mit denen nehme ich's doch auf, mit den dreien. Der Arme. Da gehen wir jetzt hin. Die mischen wir auf. Da geht die Rinne jetzt hin. Muss ich erstmal wieder, ja. Muss ich erstmal wieder sammeln. Orientieren. Ja. Das war hier. Zweite Etage. Wieso war das in der zweiten Etage? Statt der Wende drin. Egal. Geh mal da hin, ja. Herrentoilette. Da, genau, da gehst du jetzt rein. Da gehst du jetzt drin. Knock, knock. Who's there? Das gibt's doch nicht. Du hast ihn jetzt schon wieder. Ich gucke mal hier drüben. Die unerforschten Klobereiche. Na, immerhin. Vielleicht kann ich hier durch die Wand hindurch. Genau. Wie bei Spuk im Hochhaus. Dreimal in die Wand klopfen. Dann kannst du da durch. So. Und sonst gucken wir doch hoch in die Dings. Ja. Vielleicht sind die auch, dass die von unten den angreifen, weißt du? So durchs Klo. Ach, die kommen dann. Ah, okay. Die gehen in die Herrentoilette des zweiten Stockes. Um dann durch die Rohre. Genau. Nach oben zu schweben. Rohrfrei. Rohrfrei, genau.
Meinst du, der eine Geist, der etwas. Rohrfrei und Röhre? Ne, als letzter dann, ne? Sonst gibt's Verstopfung. Okay. Ja, ja, okay. Obwohl sie wäre wieder richtig auf dem Klo. So, da ist die Tür zu, ne? Glückwunsch. Du musst von der anderen Treppe hoch. Toll gemacht. Ach, hinten die? Gut gemacht. Ja, toll. Aber lässt mich auch so hochlaufen, gell? Ja. Blöde Geister, Trude. Die war ja da hinten irgendwie, gell? Links und oben, also oben links. Was? Steht da? Moskwa. Mok. Das ist abgekürzt, Moskwa stand da, ja. Russische Automaten. Du hast recht. Wie immer. Ich sagte wie immer. Absolut. Wodka. So. Hui! So, wir orientieren uns mal kurz. Was sagen das denn hier wieder? Ne? Also da geradeaus und dann. Nee, warte mal jetzt. Jetzt bin ich doch schon wieder so rum. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Der Krise? Der Krise. Ich krieg die Krise, Pudding. Ich krieg die Krise aus. So, schön, Frankfurter Schnitzel mit Grisäschen, das wäre jetzt auch fein. Denkst du ans Essen? Nee, ja, hallo, es ist Halloween, es ist Abend, ich hab langsam Hunger, gell? Weißt du, dir beim Spiele zuzugucken ist halt auch anstrengend irgendwo. Ja. Du wolltest ja nicht spielen. Weil ich ja schon gespielt habe. Das ist ja. Weil meine Veteranenzeit. Weil du nur falsche Sachen erzählst. Ja. Ja, und hier sehen wir einen Kojote beim Öffnen der tausendsten Tür. Tu's nicht! Tu's nicht! Ja. Eine Stunde acht. Was? Sagen wir jetzt gute Nacht. Das ist ja spannend. Ja, weißt du jetzt hier, komme ich hier irgendwie jetzt noch, oder? Also, so spontan weiß ich es jetzt nicht. Gibt's ja noch unerforschte Räume, Musikzimmer warmer. Da können wir nochmal. Am Ende ist ja das Fälle. Das war ein großer Bereich, da die Schule, ne? Drei Stockwerke. Oh. Okay. Irgendwas muss man ja machen. Ah, löst sich wieder um. Oh, Freunde. Es war nix. Es war nur Einbildung. Ja. Ist hier sonst irgendwas? Irgendein Memo oder so? Nö. Nee, gell? Nix drin. Geh wieder raus. Ja. Raus. Ja. So. So. Ne, steht heute nichts an. Ja, nun? Unerforschter Bereich. Was haben wir also, denn? Ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen kurzen Cut. Und ja, gucke dann mal, wenn wir aus der Schule raus sind, dass wir uns wieder live schalten. Dass wir zumindest mal den. Ja, würde ich auch sagen. Zweiten Abschnitt noch sehen, ne? Bis gleich. Okay. Nee. Ihr seht, wir sind zurück. Wir sind jetzt in den Raum hier rein. Okay, da saß die eine. Die war ziemlich weit hinten. Ne? Hinten sitzen die Schlauen. Genau. Was steht denn da? Da hier, Schweinchendick. Wurden so böse Dinge. Schweinchen. Oh, die hängt hier am Bein, du. Verzieh dich, du!
Uiuiui. Klein mal ein Knie abgekriegt. So. Okay. Die okay. böse Dinge und ja. sonst aber. Kann man hier das irgendwie fotografieren? Wie war denn das? Nee, schade. Vielleicht sind ja hier noch mehr. Sieht nicht so aus. Oh, das war doch vorhin nicht da. Da ist eine Blockade. Sterben soll das Schwerstchen durchzugelangen. Ach, durchaus. Gucke ein. Sein. Ich würde einfach unter dem Tisch durchkrabbeln. Das wäre natürlich eine Idee. Ja. Wenn da nicht Zeug wäre. Nee, nee, das, die wollen nicht, dass du da durchgehst. Ja, meine Rede. Deine Rede ohne Sinn. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal. Es ist ein riesiges Gelände. Ja. Also, man muss natürlich die Auslöser finden, was nicht immer leicht und ist. Und wir gucken noch mal hier hinten, ansonsten würde ich sagen, müssen wir den Abend hier jetzt mal langsam beenden. Genau, wir wollen ja, ja noch verkleidet an Türen klingeln. Genau. Nach Süßigkeiten betteln. Ja. Bin ich richtig? Ja, ne? Ja. Ich gehe als Chewbacca. Als was gehst du? Ich als Darth Vader. Ja. Ja, nee, ist. Und zusammen liefern wir uns vor den Leuten Schaukämpfe. Ja. Und der Gewinner kriegt niemals Chewbacca. Der Gewinner kriegt eine Rolle Rolos. So. Da gehst du jetzt mal rein, da leuchtet's blau. Ja. Was ist das? Genau. Blaues Licht? Was macht das? Leuchtet les blau. Les nochmal. Darauf steht, bitte nach Verwendung den Schlüssel zurück zum Hausmeister bringen. Wir haben den Hausmeister noch nicht gefunden. Ja. Da ist der Schlüssel. Der ist noch an den Turntables. Der hat heute einen Auftritt. Wir haben aber jetzt alle Stockwerke durchforstet. Ist gar kein Hausmeister da. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung. Es ist auf jeden Fall ein recht cooles Spiel, wenn man weiß, was man tun muss. Ja, ja. Die Jumpscares, die nutzen sich mit der Zeit ein bisschen ab, finde ich. Ja. Am Anfang war es noch überraschend. Du hast zweimal schön geschrieben. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil wir haben die Szene auch gelöscht. So. Ich würde sagen. Nein. Danke fürs Zusehen. Ja, vielen Dank dafür. War ein cooler Abend. Ja, viel Spaß noch draußen. Holt euch jetzt Süßigkeiten. Mhm, ganz viel. Und wir spielen jetzt vielleicht noch ohne euch weiter. Schauen wir mal. Aber nur vielleicht. Ja. Mhm. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Bis nächstes Jahr zu Halloween. Ja. Dann spielen wir weiter. Vielleicht gibt's auch vorher noch ein Special. Oh. Oh! Welche Überraschung. Na, gucken wir mal. Wir gucken. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.